Zuallererst möchte ich allen ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest wünschen. Wir haben den 24.12.2019. Ein schwieriges, behämmertes Jahr neigt sich dem Ende entgegen. Ich muss ganz ehrlich sagen, zum Glück. Der Jahresausklang aus waffenrechtlicher Sicht nicht unbedingt gut, habe ich ja gestern in der kurzen Zusammenfassung zur aktuellen Waffengesetzesnovelle kurz erläutert. Dort hatte ich auch einen kleinen Versprecher. Bei den Airsoft-Waffen, es ist natürlich nicht von 0,08 bar bis 0,5 bar, sondern Joule. Entschuldigung dafür, auch ich bin zum Glück nicht perfekt. Auch möchte ich mich bei euch auf diesem Weg ganz, ganz herzlich bedanken. Wir haben diese Woche, ich bin noch immer so ein bisschen geflasht davon, 10.000 Abonnenten zu verzeichnen. Und das finde ich richtig, richtig geil. Es war eine schwere Geburt, muss man ganz klar dazu sagen. Die letzten paar Abonnenten, das hat sich teilweise echt gezogen wie Kaugummi. Ich bin morgens aufgewacht, habe kurz reingeschaut und dann war ich bei 9.998, habe ich gemeint, echt jetzt? Wollt ihr mich verarschen oder was? Und dann haben wir die 10.000 geknackt und komischerweise, das ist irgendetwas hier, so ein Algorithmus von YouTube, ich weiß es nicht, auf einmal steigen die Anzahl der Abonnenten, aber schlagartig. Also wir innerhalb von, ich glaube, 2 Tagen sind weitere 150, 160 Abonnenten dazugekommen. Also das ist seltsam, sage ich mal, aber ich finde es richtig, richtig geil und mein Dank geht an euch. Ihr seid die, die das letzten Endes möglich machen. Ich stelle euch lediglich die Informationen bereit, aber ihr seid es, die mich verfolgen, followen, nicht verfolgen in dem Sinn, sondern die meine Videos anschauen. Danke dafür. Wie geht es weiter? Nun, ob ich jetzt noch bis zum Jahresende noch Videos machen werde, weiß ich nicht, ob ich die Zeit dazu habe. Es ist Familienzeit, ich muss zwischendrin auch wieder ins Büro, ich muss ein bisschen was arbeiten, das ist halt einfach so. Habe dieses Jahr zwischen den Jahren nicht frei bekommen. Wird ein träger Tag, wobei liegt ein bisschen Scheiße rum, was ich machen muss, Produktionsproblem und so weiter. So ein YouTube-Kanal betreibt sich aber nicht von alleine. Ich bekomme sehr viel Unterstützung und auch dafür bin ich sehr, sehr dankbar von Herstellern und Händlern. Ein ganz großer Dank geht zum Beispiel an die Höppner und Schumann, die mir sehr viel Material für die Produktreviews von Holstern, Koppeln, Magazinpouches etc. zur Verfügung gestellt hat. Tom, vielen, vielen Dank dafür. Ich hoffe, wir können im kommenden Jahr noch das eine oder andere noch nachlegen. Ich glaube, du hast ein paar richtig coole neue Produkte auch mit rausgebracht, in den letzten Monaten entwickelt. Und da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf und hoffe, wir können dir auch bei uns hier im Kanal vorstellen. Ein großer Dank geht auch an die Firma Niebling, die mir ebenfalls sehr viel Produkte zum Reviewen bereitgestellt hat. Die ganzen Putzutensilien von der Firma Niebling, die absolut von hervorragender Qualität sind. Auch da, Henry, vielen, vielen Dank. Die Firma Schlätek möchte ich auch mich bedanken, die mir auch immer wieder Pflegemittel zur Verfügung stellt. Super Zeug, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist immer schwierig, wenn ich, egal ob das Ausrüstung ist, ob das Reinigungsgerät ist, ob das Reinigungs- oder Pflegemittel sind, es ist immer schwierig, da noch irgendwo zu versuchen, neutral zu bleiben. Und ich versuche das nach meinen besten Kräften. Und ich denke mal, ich habe das auch soweit hinbekommen. Klar ist natürlich auch, es gibt weitere, zum Beispiel die Shooters Corner, Sportshooter.de, Israel Defense Store aus Israel, mit denen stehe ich immer noch in Kontakt und da werden demnächst auch noch ein paar Sachen kommen. Ihr seht, es sind schon einige Unterstützer meines Kanals dabei in Sachen Hersteller- und Vertriebsorganisation. Das finde ich richtig, richtig geil. Das hätte ich mir eigentlich zum Anfang meines Kanals nicht zu träumen gewagt. Aber es ist so und mir macht das Riesenspaß, auch wenn ich erkennen muss, dass nicht jedes Thema, jedes Produkt, das ich vorstelle, tatsächlich auch das Interesse der breiten Masse weckt. Man sieht deutliche Unterschiede in den Aufrufzahlen zwischen waffenrechtlichen Themen und Produktreviews. Ist halt einfach so, ist für mich auch nicht leicht, damit tatsächlich klarzukommen, weil es verunsichert. Es verunsichert dahingehend, ob man weiterhin Produkte reviewen soll. Ich möchte das eigentlich machen, weil ich euch zeigen möchte, was der Markt denn alles für unseren Sport zu bieten hat. Deshalb geht ein kleiner Aufruf, bist du Hersteller, bist du Vertrieb, hast du innovative neue Produkte, die du
gerne vorgestellt haben möchtest, die mit unserem Skisport zu tun haben, das ist für mich die einzige Maßgabe. Es muss tatsächlich etwas sein, was mit dem Hobby, der Passion des Skisports zu tun hat, dass diese vorgestellt werden sollen, dass ihr hier und da das eine oder andere bewerben möchtet. Sprecht mich ruhig an. Ich versuche das dann irgendwie mit euch gemeinsam umzusetzen. Auch interessant finde ich zum Beispiel diese Timer-Produkte wie von Smartshot, der SB100. Finde ich eine richtig geile, innovative Sache. Das ist ein junges Startup-Unternehmen. Und sowas braucht auch unsere Klientel. Sowas braucht auch unser Sport. Wir brauchen junge Unternehmer, die mit neuen, innovativen Produkten auf den Markt kommen. Sie können aber nur auf den Markt kommen, wenn diese Produkte auch gezeigt werden. Und dafür sind wir YouTuber letzten Endes auch irgendwo da. Von daher seht es mir bitte, ihr als Follower, als Abonnenten, mir nach, wenn auch mal hier und da ein Schwung an Reviews auch kommt. Es kommt euch letzten Endes irgendwo zugute. Möchtest du als Abonnent diesen Kanal unterstützen, kannst du das auch gerne tun. Das ist kein Problem. Ich habe diverse Unterstützungsmethoden gestrichen. Zum Beispiel Patreon hatte ich ja vor, ich glaube, 2 Jahren noch, habe ich gestrichen. Da haben sich viele drüber beschwert. Das geht ja nur in Dollar und so weiter. Ich kann aber auch nicht jede Unterstützungsplattform nutzen. Das ist irgendwann mal einfach nur noch zu unübersichtlich. Ich bin auch sukzessive dabei. Ich werde das meine Mitgliedschaft dort nicht beenden, aber ich werde keine neuen Affiliate-Links als Amazon-Partner posten. Außer es ist ein Produkt, das tatsächlich nur über Amazon zu beziehen wäre. Die bisherigen Links habe ich jetzt als Default-Upload-Einstellung rausgenommen. Das heißt, diese Partnerschaft mit Amazon werde ich drastisch runterfahren. Was euch aber noch bleibt, wenn ihr mich tatsächlich unterstützen wollt, was ihr gerne tun könnt, wie gesagt, dann könnt ihr das über PayPal tun. Unter paypal.me/gunvlog könnt ihr mich unterstützen, wenn ihr das möchtet. Ich sage aber immer, ich betreibe meinen Kanal nicht aus wirtschaftlichen Gründen. Ich betreibe diesen Kanal als Hobby im Hobby. Mir macht das einfach Spaß. Es ist hier und da für mich auch ein Ventil, einfach mal Dampf abzulassen. Bevor ich draußen jemanden zusammenfalte, verbal, nicht hiermit, sondern sprachlich oder irgendwie einen Ausraster bekomme, mache ich das lieber hier auf YouTube. Ist für mich eine Art Ventil. Nennt es Psychologie. Wenn ihr mich supporten wollt, könnt ihr das lieben gerne tun, wie gesagt, paypal.me/gunvlog. Link findet ihr unten in der Videodescription. In diesem Sinn wünsche ich euch alle auf jeden Fall ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins Jahr 2020, auf dass das Jahr 2020 zur Abwechslung mal, nur mal in unserem Sinn, erfolgt, dass wir einfach mal unser Hobby, unsere Passion mit Spaß und Freude ausüben können. Bis dann.